Da ist er. Ich liebe sowas. Simpel gemacht. Kostet wenig Geld. Und ich finde das einfach schön. Na ihr Süßen, ist noch Sonntag. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir uns diesen wunderschönen Kranz zaubern. Ist er nicht süß? Der ist süß. Ich kann ja immer was im Beton machen. Ich suche mal was für meine Papierfans machen. Wie für Bärbel oder Sissi und all die anderen. Kommt mal ein Stück tiefer. Ich zeige euch mal, was wir brauchen. Das können wir noch hier oben machen. Ihr braucht dazu einen Styroporkranz. Ich habe den genommen in der Größe 15 cm und 3 cm Höhe. Aber wurscht. Dann braucht ihr dafür Tortenspitzen. Für diesen Kranz habe ich genau 26 Tortenspitzen Spitzen benötigt. Zum Aufhängen etwas, nein, nicht um euch aufzuhängen. Bordüre. Häkelpaspeln. Vielleicht ein, oder irgendwas anderes spitzet. Schaschlikspieß oder sowas. Was auch immer. Eine Heißklebepistole. Ich habe diesmal diese Niedrigtemperaturpistole. Die ist extra für Styropor. Die brennt mir so eine riesen Löcher darin. Die ist echt gut. So, und dann halt nachher zur Deko. Aber ihr müsst ihn nicht dekorieren, könnt machen, was ihr wollt. Halt noch ein paar Perlen. Ja, und das war's schon. Kommt mal ein Stück tiefer. Ach ja, Handschuhe halt an, weil Heißkleber brennt so auf der Haut. Glaubt mir. So, ich hoffe, ihr seht alles. Wir nehmen uns als erstes eine Tortenspitze. Falten wir einmal so. Sprich, einmal halbiert. Und dann vierteln wir sie noch einmal. Einfach rüberlegen. Geviertelt. Dann klappen wir sie wieder auseinander. Jo. Und machen die Hand so. Und ich stecke die dann immer darin. So. Drückt man noch ein bisschen, zieht er noch ein bisschen auseinander. Und dann nehme ich hier unten so die Spitze und drehe die so ein bisschen zusammen, damit das ein bisschen besser in dem Kranz nachher drin passt. Könnt ihr so noch ein bisschen auseinanderfächern. Aber eigentlich ganz simpel. Ich habe mir schon einen kleinen Haufen hier zurechtgelegt. Also ich zeige jetzt nochmal. Wir halbieren sie. Dann vierteln. Wieder auseinander machen. So, hineinstecken. Ein bisschen zur Rechte zupfeln. Und von unten ein bisschen zusammendrücken. So. Damit ihr hier wie so eine Spitze praktisch habt. So. Dann nehmt ihr euch euren Styroporkranz. Nutzt irgendwas spitze, ihr könnt eine Rouladennadel nehmen, was ihr halt da habt, ne? Macht ihr euch hier so ein Loch rein. Nehmt immer erst die Spitze und dann nehmt ihr das Rückteil und vergrößert es so ein bisschen. So. Dann nehmt ihr euch eure Heißklebepistole und macht dann das Loch, was ihr gerade gemacht habt, Heißkleber rein. So. Dann nehmt ihr euch eure Spitze und steckt die da hinein. Ich nehme immer noch einen Schaschlikspieß und drückt das nochmal rein, damit das schön heilt hat. So. Nummer 1 ist drin. Daneben das gleiche. Könnt ihr da mal ein bisschen nachschieben. Na, denkt na. So, aber teilt echt die Bombe denn. So. So. Heißkleber.
Spitze hinein. Etwas nachschieben. Fertig. So, damit es natürlich ein bisschen voller wird, machen wir hier auch ein Loch rein. Ich habe letztens wieder massig an Styroporringe. Ich glaube, ich habe 50 verschiedene Styroporringe. Hat so eine Firma geschlossen. Und waren die im Angebot. Ha. Und wer mich kennt, weiß, ich liebe ja Kränze in allen Varianten. Wenn ihr jetzt hier nachher mal so eine kleine Lücke habt, wo er sagt, man könnte da hingucken, einfach mit ein bisschen Heißkleber zusammensetzen. Schick ist es. Da so ein bisschen ranmachen. Denkt dran, Heißkleber, heiß. Manchmal hilft es, wenn man damit mit Handschuhe arbeitet. So. Weiter geht's. Loch entpicken. Heißkleber hinein. Tortenspitze rein. Und ein bisschen nachdrücken. Mal schön aus, ne? Ja. So, das machen wir jetzt, bis wir einmal rum sind um unseren Kranz. So, wenn wir denn schon mal so weit rum sind, möp. Ich habe den jetzt nicht ganz so plüschig, weil ich hatte bloß noch 14 Tortenspitzen da gehabt. Aber macht nichts. Dann nehmt ihr euch jetzt eure Perlen oder womit ihr auch immer dekorieren wollt. Macht ein bisschen Heißkleber ran. Vorsicht, heiß. Und setzt die so überall ein bisschen mit drin. So ein bisschen tuffig muss es schon sein. Ja. Wie ihr sagt, ihr müsst auch ja nichts darin machen, aber ich finde sowas immer. Oh, selbst durch den Gummihandschuh, ey. So. So. Mal die kleinen Fädchen hier entfernen. Dann sucht euch eine Stelle an euren Kranz aus. Wie gesagt, ich habe ja noch was vergessen. Ihr braucht ja noch eine Halterung. Ich weiß ja nicht, ob ich die vorhin gezeigt habe. Diesen kleinen Aufhänger braucht er noch. Ist extra für Styropor-Sachen zum Aufhängen. Machen wir dann immer. Sucht ihr euch oben eine freie Stelle. Und schiebt den rein. Ich bewege den dann immer noch ein bisschen hin und her. Nutze dann Heißkleber. Dann flutscht das nämlich nicht mehr raus. Das Problem hat man nämlich ab und zu mal mit diesen Styroporteilen. So, macht das schon mal ein Stück rein. Und wie gesagt, als Aufhängeband könnt ihr nutzen, was ihr wollt. Ich finde diese Bolüren ganz schön. Ich finde die passen ideal zu. So,
Und genau so die Länge, die reicht auch vollkommen aus. Zieht ihr dann natürlich durch. Ich mache das immer so, ich mache die Enden mit Heißkleber. Das letzte Ende schlage ich dann nochmal um. Vorsicht, jetzt wird es besonders heiß. Mal sehen, ob der noch reicht. Der was so ausgefranst wirkt, abschneiden. Und so habt ihr auch eine schöne Befestigung für euren Kranz. Wie ihr seht, so simpel ist euer kleiner Schabischik-Kranz fertig. Dauert nicht lange, also das ist wirklich sehr schnell gemacht. Habt ihr immer viel Spaß beim Nachbasteln? Warte, ich in der Woche noch zeige, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt in der Woche noch 1000er Abo-Special-Auslosung. Mhm. Ach ja, und für Charlotte, ich präge dir dein Papier noch, was du mir zugeschickt hast. Werf die Sizzics noch an. Mhm. Ansonsten alle eine fleißige Arbeitswoche. Mir auch. Spaß bei diesen tollen Kränzen. Ich werde nur ganz viele davon machen. Man kann es auch, wenn man möchte, ein bisschen einfärben, aber ich finde die so einfach schick. Habt einen wunderschönen Sonntag. Mhm. Schaut mal, heute habe ich was Tuffiert für euch gemacht. Ist der süß? Ist der süß? Oh ja. Der ist süß, ne? So ein bisschen chubby schick. Könnt ihr auch für Hochzeiten und sonst nehmen. Passt zu den Rosen, guck mal. Mhm. Kann ja draußen. Guck mal. Das ist schick. Ja, ne? Mhm. Kommt an mein Bettchen. So ein bisschen als Männerabschreck-Variante.